Hey Freunde, Dennis hier wieder, aka Fragrance Dog. Moin aus Hamburg. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und gleich vorweg für die Neuen, wenn euch dieser Kanal gefällt, dann abonniert mich und drückt die Glocke. Dann bleibt ihr immer so gut wie es geht auf den neuesten Stand. Ja Leute, heute habe ich was für mich als Rammstein-Fan der ersten Stunde. Einfach was Geiles, Wichtiges. Es ist, war auch ein Wunsch natürlich von vielen, dass ich das mal machen soll. Und zwar lohnt es sich, beide Düfte von Rammstein zu kaufen. Und zwar rede ich von Kokain. Einmal das Original und einmal das Intense. Ja, das werde ich euch jetzt erklären, ob sich das lohnt. Wir fangen natürlich mal mit dem Original an, was es ein bisschen länger gibt. Schöne Verpackung. Also nochmal hier kurz ein Bild. Ich kann es nur erwähnen, das war ein so hammergeiles Konzert 2019 in Hannover. Und für Leute, die das jetzt oder die da nicht hingekommen sind und jetzt 2020 auf die Tour wollten, es ist so traurig. Ich wäre auch noch mal gegangen. Absolut Hammer. Aber dieser scheiß Coronavirus macht einen das kaputt oder was auch immer das ist. Naja, so Kokain, sehr schöne Verpackung. Und hier haben wir den Flakon. Also, wer natürlich überhaupt keine Düfte mag, wer jetzt Rammstein-Fan ist und keine Düfte mag, der kann sich die trotzdem hinstellen, weil er eben Fan ist. Und natürlich werden die Rammstein-Fans, die Hardcore-Fans diese Düfte schon kennen, aber für die Außenstehenden, die die noch nicht kennen, präsentiere ich sie jetzt mal. Immer ganz ehrlich, vielleicht hat auch nicht jeder Rammstein-Fan den Duft, keine Ahnung, weil manchmal gibt es den, manchmal wieder nicht. Den findet ihr hier für 19 Euro, hier schön, schöner Flakon, 75 ml. Übrigens nicht wundern, wenn ihr mal durchleuchtet. Der ist immer nur bis hier. Die sind nicht wirklich voll. Wahrscheinlich ist der Flakon ein bisschen größer als gedacht. Naja, zum Duft. Er soll, habe ich gehört und gelesen, wie Kokain wirklich riechen. Also, ich habe noch nie Kokain genommen und das wird auch so bleiben. Deswegen kann ich das nicht sagen. Aber so wie dieser Duft riecht, er riecht geil. Ich mag ihn einfach frisch, leicht cremig, süßlich. Mit, naja, minimal Ledernote, eben die entspannte Version von Tom Ford Tuscan Leather. Und wer den kennt, Tom Ford ist teuer, 100 ml, 300 Euro, ein bisschen mehr sogar. Und ja, natürlich hält der nicht so wie Tom Ford, kann ja auch nicht. Mann Gott, das ist ein 19-Euro-Duft, ein VIP-Duft, den könnt ihr nicht mit einem Tom Ford-Duft jetzt so vergleichen, weil in Tom Ford die Himbeere und die Ledernote extrem ausgeprägt ist. Aber hier richtig cool und hat eine Haltbarkeit von 5 bis 6 Stunden, was für ein VIP-Duft ja richtig gut ist und eine Ausstrahlung, also eine Silage, ja, ziemlich hautnah schnell, aber ab und zu kommt immer was an deiner Nase vorbei gerauscht. Man nimmt ihn also schon, weil es schon sehr lecker, finde ich. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich Rammstein-Fan bin. So, richtig cool und ja, lohnt sich, sage ich mal auf jeden Fall. Und als Fan brauche ich gar nicht drüber reden. So, aber die Frage ist, die Inhaltsstoffe natürlich kann ich nicht wirklich angeben. Heroin, Kokain, verkohlte Kohle oder was auch immer, was Rammstein da angegeben hat. Aber ihr kennt ja Lindemann und Co. Das ist ja auch ein Gag und eigentlich ganz cool gemacht. So, lohnt sich jetzt das Intense? Dazu kommen wir jetzt und vorweg, ich wollte immer einen zweiten Flakon von diesen hier kaufen. Einfach als Backup, und weil ich ihn gut finde. So, jetzt habe ich aber das Intense gekauft. Und erstmal hier, das ist natürlich falsch, so, erstmal hier, sehr geil, ne? Leute, sehr geil, der rote Flakon sieht richtig schick in live aus, ich hoffe, das kommt hier so ein bisschen rüber, absolut genial. Und lohnt sich der Intense? Ja, er lohnt sich, allerdings, er macht tatsächlich seinen Namen alle Ehre, weil es ist nur etwas stärker und die Ausstrahlung ist auch nur etwas stärker. Für Leute, die, für die Rammstein-Fans, die jetzt nicht in der Parfümwelt wirklich zu Hause sind. Heutzutage ist ein Intense nicht mehr derselbe Duft, nur stärker. Nein, es ist ein komplett anderer Duft. So, früher war das wirklich Intense stärker, das sagt ja schon, ne? Also Intense stärker und ein bisschen mehr Power. Das gibt es heute gar nicht mehr in der Parfümwelt. Heute ist ein Intense ein komplett anderer Duft, um natürlich Kohle zu machen. Aber hier ist es wirklich ernst genommen worden. Stärker, minimal und ein bisschen in der Ausstrahlung auch. So, ich habe aber auch gelesen, dass viele sagen, der ist schwächer. Also das ist Quatsch, das finde ich nicht. Es ist wirklich minimal. Und sonst ist er wirklich ähnlich, außer dass hier vielleicht ein bisschen mehr Frucht, also Fruchtigkeit drin ist und
der Sprüher besser ist. Ja, hier ist der Sprüher verbessert worden, der ist hier nicht so gut, aber man Leute, schaut euch das mal an, wenn die nebeneinander sind. Ist das nicht fucking fabulous? Ist das nicht richtig geil? Also das ist richtig nice und die Betonung liegt hier, ihr wisst es ja, auf nice. Das gefällt mir und ja, zum Fazit kann ich euch im Endeffekt sagen, lohnt sich der Originale, kostet 19 Euro, der ist hier bei 39, aber sie verschwinden immer ab und zu und dann findet man sie wieder. Aber der rote, soweit ich weiß, gibt es auf der Rammstein-Seite, guckt da mal. Und der weiße, ich werde natürlich die Düfte jetzt wieder so gut wie es geht verlinken, also schaut mal rein in meiner Beschreibung. Und da findet ihr übrigens auch noch andere Düfte, die ich rausgesucht habe, die nicht so teuer sind. Ja, schaut da mal vorbei. Und ja, sehr geiler Duft. Und ich kann ihn nur jedem, vor allen Dingen Fan, ans Herz legen, der diesen Duft noch nicht kennen sollte. Glaube ich nicht dran, aber ja, Rammstein, Kokain, also gefällt mir richtig gut. Übrigens, sorry für mein letztes Video, wo ich den Rammstein Original hier vorgestellt habe. In der, wie hieß das Video? Das war der... Ich glaube gestern oder vorgestern, da hat mein Bearbeitungsprogramm ist umgesprungen, Kokain wurde da ein bisschen anders geschrieben mit A, Kakain, keine Ahnung was da stand, also das habt ihr bestimmt gesehen, naja, egal. Ja Leute, also für mich lohnt es sich, natürlich auch als Fan, aber ich mache ihn wirklich, weil er eben auch den Tuscan Leather sehr nahe ist, oder nahe kommen. Ich habe natürlich den Tuscanetti, ihr wisst ja, ich habe sehr viele Tom Ford Düfte. Für Leute, die das noch nicht wissen, schaut mal hier meine Top 24 Tom Ford oder meine Tom Ford Collection präsentiere ich hier. Es ist schon sehr cool und ich hoffe, dass Rammstein irgendwann wieder auf Tour geht und dass wir hier wieder die Fans richtig was ja, zu sehen bekommen. Aber leider wird das wohl, wer weiß, die reden schon von 2023, ich kotze bald ab. Ganz ehrlich, das ist einfach so, nur langsam nervt es und ja, weiß auch nicht, wo das alles hinführen soll. Aber gut, Rammstein Kokain in der normalen Version und in der Intense. Aber ich kann nur sagen, kauft euch den Weiß und den Rot, weil das optisch geil aussieht. Richtig geil. Aber schreibt mal in die Kommentare, auch die Rammstein-Fans, aber ich gehe davon aus, ihr habt die natürlich. Aber schreibt mal rein, seid ihr enttäuscht oder findet ihr sie geil? Das würde mich mal interessieren. Und ja, wie gesagt, nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken, weil dann seid ihr immer auf den neuesten Stand, wann ein Video hochgeladen wird. Ja, und dann noch, habt euch noch einen, habt noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video frisch und munter wieder. Macht's gut, Fragrance Dog.